Buddhas Lehrreden wurden mehrere Jahrhunderte lang mündlich überliefert, weil es scheinbar zu seiner Zeit nicht üblich war, zu schreiben. Und um das mündliche Überliefern zu vereinfachen, wurden viele seiner prägnanten Aussagen oder eben seiner Belehrungen zu Gruppen zusammengefasst, dass man sich das besser merken konnte und besser weitergeben konnte mündlich. Zum Beispiel die Gruppe der vier edlen Wahrheiten, die ich heute Morgen erwähnt habe, oder der achtfache Pfad ist der Inhalt der vierten der edlen Wahrheiten, also dieser Weg, der zur Befreiung führt. Oder es gibt die vier Grundlagen der Achtsamkeit, also vier Felder, wo wir unsere Achtsamkeit hinrichten können. Oder es gibt fünf Daseinsgruppen, wo Buddha versucht hat, eigentlich unser ganzes Sein, also unser, wie wir die Welt erfahren und wie wir uns selber sehen, hat er so in fünf Gruppen zusammengefasst. Also uns auseinandergenommen zu fünf Aspekten, um das einfach so zu beleuchten. Und heute möchte ich über die fünf spirituellen Fähigkeiten reden. Das ist eben auch wieder so eine Gruppe. In Pali war die Sprache eben zu Buddhas Zeiten, scheinbar die Sprache der einfachen Bevölkerung, das war Pali. Und in Pali heißen die Indriyas. In der hinduistischen Mythologie ist Indra der Herrscher aller Götter, das heißt der höchste Gott. Wenn also diese fünf Qualitäten, diese fünf spirituellen Fähigkeiten in uns entwickelt sind, haben sie die Fähigkeit, andere unheilsame Faktoren in unserem Herz und Geist zu kontrollieren. Darum werden sie eben auch kontrollierende Faktoren genannt. Sie halten die Gegenkräfte unter Kontrolle. Und diese fünf Fähigkeiten oder Faktoren sind Vertrauen, das ist die erste. Gegenkraft offensichtlich Zweifel, auch Ängste und Sorgen. Das zweite ist Energie, Bemühen, Anstrengung, Tatkraft. Die Gegenkraft auch ziemlich offensichtlich Trägheit, Faulheit, nicht tun wollen. Die dritte der Fähigkeiten, die Achtsamkeit, Bewusstheit oder Geistesgegenwart, wie es genannt wird. Gegenkraft Achtlosigkeit, also nicht hinschauen, nicht hinspüren, sich nicht bewusst sein. Die vierte Fähigkeit Sammlung, ruhevolles Verweilen, Gegenkraft Zerstreutheit, Unruhe, Abgelenktheit. Und das fünfte ist Weisheit, Einsicht, Erkenntnis. Und die Gegenkraft ist natürlich auch wieder offensichtlich Verblendung, Unwissenheit, einfach die Dumpfheit statt Klarheit. Also die erste dieser Fähigkeiten ist Vertrauen. Wenn ich zurückschaue in die Anfangszeit meiner Vipassana-Praxis, als ich so die allerersten Kurse besucht hatte, das waren meistens Wochenenden oder Osterkurse oder Pfingsten, also so maximal 4 Tage. Ich denke 4 Tage. Und eigentlich alle Erinnerungen, die ich habe, sind Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Ungeduld, warten, bis die da vorne endlich die Glocke schlagen und ich befreit bin von meinem Leiden und wieder raus kann, mich bewegen, bis es dann halt wieder weitergeht da drinnen. Und später habe ich mir dann immer wieder die Frage gestellt, was hat mich eigentlich dazu bewogen, einen nächsten Kurs zu besuchen? Also wenn scheinbar nur Leiden die Erfahrung war, in diesen Kursen. Ich vermute, ich war einfach inspiriert durch das, was die da vorne erzählt haben. Vielleicht war ich inspiriert durch die Persönlichkeiten, wie sie waren, wie sie sich gegeben haben, wie sie sich mir gezeigt haben. Und vielleicht war da auch, ich sage dem jetzt mal, intuitives Wissen oder Spüren, dass das, was da gelehrt wird, vielleicht wirklich eine Hilfe sein könnte. Aber eigentlich verifizieren konnte ich es ja nicht. Und ich vermute aber, es gab da auch Momente von Zufriedenheit, von Entspannung, vielleicht von Wachheit, von irgendwas erkennen. Ja klar.
Also dass es wirklich auch positive Aspekte gab in meiner eigenen Erfahrung. Und das hat mich bewogen, weiterzumachen. Und es ist mir manchmal ein bisschen peinlich, das zuzugeben. Ich habe immer wieder gehofft in diesen Anfangszeiten, irgendwann finde ich den grünen Knopf. Irgendwann macht es Klick und dann bin ich all meine Probleme und Sorgen los. Und das könnte ja im nächsten Wochenendkurs geschehen. Es wäre ja wirklich möglich, oder? Und leider hat sich das nicht als so einfach herausgestellt. Also bei mir nicht einfach ein Knöpfchen oder ein Schalter und irgendwann ist er umgestellt und dann kann ich mich zurücklehnen. Ich sehe das jetzt vielmehr einfach als lebenslange Praxis, lebenslange Aufgabe, Übung. Dieses anfängliche Vertrauen oder inspiriertes Vertrauen wird es auch genannt. Das heißt, wir geben uns einfach mal ein bisschen hin. Vielleicht haben wir schon eine Ahnung, dass das was sein könnte, oder zumindest haben wir die Hoffnung, dass irgendein bisschen Vertrauen ist da. Sonst wärt ihr ja alle nicht hier. Also wenn nur Zweifel da wären und da gewesen wären, als ihr euch angemeldet habt, hättet ihr euch nicht angemeldet für den Kurs. Von Zeit zu Zeit habe ich dann kürzere und längere Retreats mitgemacht und mache das natürlich auch jetzt noch. Und erfahre immer deutlicher, was mich eigentlich durchs Leben treibt. Eben was Irene schon ein paar Mal angesprochen hat, so diese Impulse, diese Reaktionen auf das, was da erfahren wird. Was treibt mich eigentlich durchs Leben? Wo will es ergreifen, was will es loswerden? Ist eigentlich immer wieder zwischen diesen beiden Polen, ist die Bewegung. Muster. Oft zwanghafte Muster im Denken, im Reden, im Handeln werden immer bewusster. Das sind einfach so die sehr eingeschliffenen Reaktionsweisen. Es kommt irgendein Reiz und dann tut es halt. Dann denkt es dazu, dann redet es dazu oder dann handelt es dazu, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Und dessen müssen wir uns eben bewusst sein, wenn wir was ändern wollen. Also wir müssen erkennen, wie das funktioniert, dieses Körper-Geist-Wesen, was da, welche Reize zu welchen Reaktionen führen. Wenn wir das immer wieder sehen und sehen, was uns zu mehr Glück führt und was uns mehr Leid beschert, dann können wir wählen, wohin wende ich meinen Geist, wohin wende ich mich. Und der Buddha hat wiederholt gesagt, dass wir seine Lehre durch unsere eigene Erfahrung überprüfen sollen. Ganz wichtig. Also glaubt nichts blindlings, was die Lehrer euch erzählen. Überprüft immer selber durch eigene Praxis. Nicht primär durch theoretisches Wissen, sondern wirklich durch eigene Erfahrung. Anwenden und schauen, wie wirkt das für mich. Weil wenn wir das nicht selber überprüfen, dann bleiben wir in diesem anfänglichen, eigentlich in diesem blinden Vertrauen stecken. Das heißt, wir glauben einfach, dass das gut sei. Aber nur durch die eigene Erfahrung wissen wir, ob es gut ist oder nicht. Also jedes Mal, wenn wir selber erleben, dass diese Praxis für uns selber und dann auch für andere hilfreich ist, also auch im Zusammenleben daneben mit anderen hilfreich ist, dass sie zu mehr innerer Freiheit führt, zu hilfreichen Qualitäten wie Geduld, Großzügigkeit, Mitgefühl, liebende Güte, das Irene heute auch angeleitet hat. Also wenn wir merken, dass diese Qualitäten gestärkt werden, wissen wir, aha, das es bewirkt was zum Heilsamen, zum Guten für mich selber. So ist die zweite Art dieses Vertrauens, das überprüfte Vertrauen. Wir sehen es immer wieder selber, ah ja, das stimmt, für mich stimmt das. Ein Bild dazu, das anfängliche Vertrauen ist vielleicht wie der Eintritt in einen dunklen Raum. Wir haben mal das Vertrauen, dass wir uns da drin zurechtfinden. Ertasten ein bisschen, was da drin ist, kriegen eine Ahnung davon
und nachher zünden wir das Licht an und sehen, aha, ja, so ist es. Also was ich da erfüllt habe und vertraut habe drauf, das sieht etwa so aus oder dies sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, wir überprüfen das immer wieder. Und wenn die Praxis noch tiefer wird, wenn dieses Vertrauen unerschütterlich wird, dann kann das ein Zeichen sein, also im Theravada-Buddhismus, aus der Richtung, der auch diese Vipassana-Praxis kommt, gibt es ein Erwachensmodell in 4 Stufen. Und die erste Stufe des Erwachens oder der Erleuchtung, da ist ein Teil davon eben das unerschütterliche Vertrauen. Das heißt, es gibt keinen Rest von Zweifel mehr, dass diese Praxis zu wirklich tiefster Freiheit führen kann. Das heißt, man weiß zutiefst durch eigene Erfahrung, ja. In unserer westlichen Kultur, glaube ich, wird Vertrauen nicht sehr hoch eingeschätzt. Also wir werden mehr erzogen in kritisches, also zum kritischen Hinterfragen. Und die sehr Vertrauensvollen werden eher als naiv und leichtgläubig angeschaut. Also du musst genau hinschauen. In asiatischen buddhistischen Ländern ist das scheinbar zumindest bis jetzt noch so, dass die Menschen viel, viel mehr Vertrauen haben. Die geben sich einfach mal hin. Ist natürlich einfach eine sehr, sehr lange Kultur auch. Die können sich viel mehr hingeben. Und die Hingabe kann zu relativ schnellem spirituellem Wachstum oder Erkenntnis oder Loslassen führen, weil man eben nicht mehr so festhält an Ideen oder Meinungen oder Konzepten, sondern sich einfach mal hingibt und schaut, was da kommt. Und speziell im tibetischen Buddhismus oder in gewissen Richtungen dort ist die Hingabe an den Lehrer oder die Lehrerin sehr zentral. Das heißt, man gibt sich hin und der Lehrer oder die Lehrerin, ich sage es jetzt einfach, sorgt für einen. Und das kann zu sehr, sehr schnellem Fortschritt in dieser Praxis führen, wird gesagt. Aber es kann eben auch zur Folge haben, wenn wir uns einfach nur blind hingeben, dass wir die Perspektive ein bisschen verlieren, dass wir nicht mehr merken, wann etwas nicht mehr stimmt. Meine Hingabe ist immer auch mit der Gefahr verbunden, ich gebe mich etwas oder jemandem hin und dann weiß ich natürlich nicht, zu was es führt. Das ist auch diese Seite natürlich. Ich hatte mal in meiner Praxis, oder ich habe es natürlich immer auch wieder mal, aber mal ziemlich eine Phase des Zweifelns, was das überhaupt soll. Jetzt gehe ich schon Jahre in Retreats und was hat sich eigentlich wirklich geändert in meinem Leben oder was hat sich bei mir geändert. Und ein Lehrer hat mir dann geraten, ich soll wirklich Buch führen, wie viele Tage, er hat sogar geraten, wie viele Stunden ich schon auf dem Kissen gesessen habe. Und ich habe das dann wirklich gemacht und er hat gesagt, wenn du wirklich so viele Tage schon auch mit Unangenehmem verbracht hast, muss es ja irgendwas bewirkt haben, sonst kämst du nicht mehr zurück. Du wärst ja blöd, wenn du weitermachen würdest. Das hat mir wirklich geholfen zu sehen, okay. Ich bin eigentlich immer wieder gegangen, obwohl die Erinnerungen eben nur Kopfschmerzen und Rückenschmerzen und Langeweile. Und trotzdem scheint sich was getan zu haben. Ich glaube, dass für die meisten von uns Veränderungen graduell subtil passieren. Also dass es nicht sehr oft ganz tiefe Einschnitte sind, ganz große Erkenntnisse oder Einsichten oder sehr tiefgreifende Veränderungen, schlagartig. Sondern es sind so, ist wie steter Tropfen hüllt den Stein. Und da kann es natürlich schwierig sein, das zu sehen, was sich da verändert. Aber es kann hilfreich sein, in einer schwierigen Lebenssituation sich zu fragen, wie hätte ich wohl vor fünf Jahren in einer ähnlich schwierigen Situation reagiert? Wie wäre es mir ergangen? Hätte ich mit der Situation vor 5 Jahren vielleicht ähnlich hilfreich umgehen können? Oder wäre ich, sag jetzt mal, einfach abgestürzt?
Nagarjuna, das ist eigentlich eine der wichtigsten Persönlichkeiten des Mahayana-Buddhismus, hat etwa im 2. Jahrhundert gelebt, sagte zu Vertrauen: Durch Vertrauen verlässt man sich auf das Dharma, also auf die Lehre, auf die Werkzeuge, auf die Methoden Buddhas. Durch Weisheit ist man sich gewiss. Von diesen beiden, also von Vertrauen und Weisheit, ist Weisheit das Wichtigste. Doch Vertrauen ist die Voraussetzung. Also Vertrauen ist die Basis unserer Praxis. Und Vertrauen führt zu Energie, zu Bemühen, Anstrengung, also zu Ausdauer. Also wir kriegen die Energie, reinzugehen in die Praxis. Und das ist die zweite der 5 Fähigkeiten. Wenn wir heilsame Veränderungen in unserem Geist, im Reden und im Leben, im Handeln erkennen, werden wir inspiriert. Also wir sehen immer wieder, wirklich, da verändert sich was. Das gibt uns Energie, weiterzumachen. Virya heißt das in Pali, diese Energie, bedeutet heroisch im positiven Sinne, die Tugenden einer Kriegerin, eines Kriegers, das heißt auch weiterzumachen, wenn es mal schwierig ist, weil wir einfach wissen, das ist für mich jetzt, zumindest jetzt in dem Moment oder in dem Lebensabschnitt, ein hilfreicher Weg. Und im Wissen, dass es mal rauf und runter geht, also dass schwierige Phasen einfach zum Leben dazugehören. Wir werden nie ein Leben hinkriegen, das nur angenehm und schmerzfrei und glücklich ist. Das Leben ist Welle, auf und ab und auf und ab. Die Energie ist ein wesentlicher Faktor in der Praxis, weil sie eben Faulheit, Trägheit überwindet, und eigentlich sind wir, denke ich, im Grunde unseres Wesens ein bisschen träge. Warum sollten wir eigentlich mehr tun, als wir brauchen zum Überleben? Wenn wir gegessen haben, was sollten wir mehr tun, als warten aufs nächste Essen, oder bis sich der Hunger wieder zeigt? Also wir tun ja ganz vieles einfach, weil wir die geistigen Möglichkeiten haben, uns weiterzuentwickeln, zu planen. Aber als Säugetiere, wenn wir uns fortgepflanzt haben und der Magen voll ist, eigentlich die Aufgabe getan im biologischen Sinne. Und diese Praxis ist eben nicht immer nur angenehm, nicht immer nur einfach. Manchmal braucht es auch Mut, uns mit uns selber zu konfrontieren, also mit diesen Aspekten in uns, die wir vielleicht nicht so mögen. Den Ärger oder den Neid oder die Eifersucht oder den Kummer, der immer wieder kommt, oder der Großmut, Stolz, was auch immer wir an uns selber nicht so mögen, das taucht einfach immer wieder mal auf. Und wenn wir da hinschauen wollen, das braucht Mut zu sehen, auch das gehört zu mir. Und darum heißt eben dieses Pali-Wort Virya auch Mut. Vipassana heißt klar sehen, Dinge so als das sehen, was sie wirklich sind. Wir neigen dazu, Ideen zu haben, Vorstellungen zu haben, wie wir sein sollten, wie wir gerne wären, was, wer wir gerne wären, wie sich das Leben anfühlen sollte, und haben eine starke Tendenz, unsere Erfahrung dahingehend zu beeinflussen, dass das Leben sich eben so anfühlt, wie wir es uns als Ideal vorstellen. Und im Allgemeinen heißt es, Angenehmes wollen, Unangenehmes loswerden wollen. Es kann hilfreich sein, angenehme Zustände zu erfahren. Wenn wir sehr angespannt sind, wenn wir sehr eingespannt sind im Leben, kann es hilfreich sein, uns ganz bewusst etwas Angenehmes zu verschaffen, um entspannen zu können. Aber das ganze Leben an sich ist nicht nur Entspannung. Es ist wirklich auch diese Wellen von Anspannung und Entspannung, dieses Pulsieren. Das eine geht ohne das andere nicht. Es gibt nicht nur Entspannung, weil wenn es die Anspannung nicht gäbe, wüssten wir gar nicht, was Entspannung ist. Also wir können es nur immer wieder im Vergleich erfahren.
Und trotzdem haben wir das Bedürfnis, all das, was eben angespannt ist, oder was auch immer, das, was sich als unangenehm anfühlt, das loszuwerden. Aber das kann gar nicht funktionieren, weil dieses Leben in diesem Körper, auf diesem Planeten, Wellenbewegung ist. Weil das beides, weil immer beide Pole dazugehören. Tag und Nacht und hell und dunkel und warm und kalt. Auch warm könnten wir nicht definieren, wenn wir kalt nicht kennen würden. Darum ist es eigentlich absolut verschwendete Energie, wenn wir das, was wir als Wellental bezeichnen, bekämpfen. Weil wir können es nicht loswerden, solange wir in diesem Körper leben. Alle geschaffenen Dinge, also auch wir Menschen, sagte Buddha, sind vergänglich. Und zwar nicht irgendwann vergänglich, sondern jeden Moment, jeden Moment. Moleküle, Zellen, Organe sind nämlich nicht mehr dieselben wie im Moment vorher. Es ist immer nur Bewegung. Auf materieller und geistiger Ebene ist nur Bewegung. Es gibt keinen Stillstand. Eben auch hier wieder, einfach nur pulsieren. Und so kann man radikal gesehen sagen, dass wir wirklich in jedem Moment neu sind. Klar ist die äußere Form, scheint es noch genau dieselbe. Aber wenn wir die äußere Form von Jahr zu Jahr anschauen, jedes Jahr eine Foto machen, wird es ziemlich schnell deutlich, dass es eben nicht was Stabiles ist. Und diese Vergänglichkeit geht uns eigentlich ziemlich gegen den Strich. Wir möchten gern Sicherheit, wir möchten gern wissen, was nachher kommt. Wir möchten Sicherheit haben, wenn wir Kinder zeugen, dass diese Kinder in einer sicheren Umgebung aufwachsen, dass sie genug zu essen haben und so weiter. Aber das Leben an sich kann diese Sicherheit in der Form nicht bieten. Wir können zwar Bedingungen schaffen, dass die Chancen relativ groß sind, dass das eintreten wird, was kommt, aber sicher werden wir nie sein, wirklich nie. Und deshalb, der Buddha sagte, wir schwimmen gegen den Strom mit dieser Praxis. Also wenn wir uns wirklich diesem Wandel, diesem unablässigen Veränderung hingeben und versuchen, das zu akzeptieren, wirklich zu sehen, aha, ist wirklich nichts festhaltbar. Es geht uns total gegen den Strich. Also wir schwimmen gegen den Strom. Und gegen den Strom schwimmen braucht Energie, braucht Beharrlichkeit, braucht Ausdauer. Wenn wir 5 Minuten stromaufwärts schwimmen, die von euch, die schon in Flüssen geschwommen sind, was ein bisschen Strömung hat, 5 Minuten Anstrengung, dann 1 Minute Pause, weil es einfach zu anstrengend ist, sind wir wieder unten. Da ist immer wieder ein Zurück. Das heißt, es braucht, das ist eben die Kontinuität, diese Beharrlichkeit. Einfach das Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Diese Energie, das Bemühen, wird unter 4 Aspekten erläutert. Und zwar sind das 2 Aspekte, drehen sich darum, unheilsame Tendenzen im Geist zu schwächen und 2 sind heilsame Aspekte zu stärken, zu fördern. Das erste ist also, unheilsame Geisteszustände daran zu hindern, überhaupt zu entstehen. Als Beispiel, wenn ich weiß, dass ich Mühe habe mit Alkohol, also wenn ich Alkohol rieche, dass die Erfahrung mir sagt, es werden dann ein paar Glas zu viel, ist es sinnvoll, wenn ich einen Bogen um eine Bar mache oder dass ich mit meinem Freund nicht in einer Bar abmache, wo nur Alkohol getrunken wird. Nicht, dass Alkohol per se was Schlechtes wäre, aber wenn ich von mir weiß, dass es für mich selber einfach keine gute Wirkung hat, weil ich vielleicht nachher deprimiert bin oder aggressiv oder was auch immer, dann lasse ich das einfach sein. Oder wenn ich weiß, das ist bei mir persönlich so, dass ich nach dem Anschauen eines guten Psychothrillers wirklich nicht schlafen kann, dann schaue ich mir den Film nicht an, außer ich möchte nicht schlafen. Dann kann das vielleicht hilfreich sein. Also es sind immer wieder bewusste Entscheidungen. Tue ich das, was mir aus Erfahrung nicht gut tut? Ich kann mich bewusst dafür entscheiden, ja, ich tue es trotzdem und nehme halt dann die Konsequenzen in Kauf.
Oder ich sage mir, nein, ich habe es genug oft erfahren, und ich persönlich habe es mit dem Alkohol genug oft erfahren, dass mir nicht so gut tut, wenn es zu viel ist, lasse ich es einfach sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir alle Negativität im Leben verneinen oder ausschließen können dadurch. Das heißt, es wird uns immer wieder Schwierigkeit begegnen, trotzdem. Aber es gibt immer wieder Schwierigkeiten, die wir durch Ungeschicktheit oder durch Unwissen, durch nicht klar hinschauen, eigentlich selber provozieren. Das zweite dieser Bemühungen ist, unheilsame Zustände des Geistes, die schon da sind, zu schwächen, ihnen nicht mehr Energie zu geben, also ihnen die Energie zu entziehen. Ein wichtiger Aspekt unserer Praxis ist, immer wieder zu sehen, was da eigentlich gedacht wird, was da in unserem Geist vor sich geht, weil wir eigentlich durch unseren Geist unsere direkte Realität immer wieder schaffen. Also wenn da ärgerliche Gedanken sind oder verlangende, lustvolle Gedanken, wenn ich mich denen hingebe, wenn ich die Geschichte einfach sich weiter ausmehren lasse und mich am Schluss wirklich mitten im Ärger befinde oder in der totalen Lustblase, tut mir das gut, oder? Speziell jetzt mit dem Ärger. Oder sehe ich, aha, ich habe vielleicht schon 100 Mal ganz ähnliche Gedankenschleifen laufen lassen, sind ja oft einfach Muster, die ablaufen, sehr ähnliche Gedankenmuster. Und wenn ich aus Erfahrung weiß, dass es mir nicht gut tut, wenn ich das erkenne, wenn ich achtsam bin und erkenne, aha, da läuft wieder diese Geschichte, und diese Geschichte führt bei mir aus Erfahrung da und dahin, und das tut mir nicht gut. Und wenn ich mich nachher schlecht fühle, werde ich vermutlich auch aus dieser Stimmung auf meine Mitwelt zugehen, also in dieser Stimmung. Das heißt, ich kann mich entscheiden, das loszulassen, diese Geschichte nicht weiter zu denken. Manchmal sind die natürlich stark, sind die Emotionen dahinter sehr kräftig, das heißt, es wird immer wieder frisch angeheizt. Kann ich meine Achtsamkeit irgendwo anders hinlenken? Körper spüren, Füße auf dem Boden spüren. Gibt es irgendeinen Ort im Körper, der sich angenehm anfühlt? Einfach die Energie wegnehmen von der Geschichte. Diese negativen, unheilsamen Zustände des Geistes sind aber auch einfach Teil unserer Erfahrung. Sie sind zustande gekommen aufgrund von Ursachen in mir und momentanen Bedingungen, die herrschen. Das hat einfach wieder zu diesen Gedankenschleifen, diesen Emotionen geführt. Das heißt, ich muss die nicht verteufeln, die sind jetzt einfach da, aber ich muss nicht noch mehr Kohle ins Feuer geben. Ich muss sie nicht mehr anheizen. Jetzt kommen die zwei Bemühen, die sich um die Stärkung von heilsamen, positiven Qualitäten, die zur Stärkung von positiven, heilsamen Qualitäten da sind. Oft sind wir auf unsere schwierigen, schmerzhaften, negativen Qualitäten fokussiert. Das heißt, wir sehen schnell das, was wir nicht so gut finden an uns, mit was wir nicht so zufrieden sind. Es ist aber sehr hilfreich, nicht nur dem, was nicht hilfreich ist, die Energie zu entziehen, sondern auch das, was eben hilfreich ist, was heilsam ist, das ganz bewusst zu fördern, zu stärken. Qualitäten wie Großzügigkeit, Güte, Mitgefühl, Weisheit, Gleichmut, Geduld. Und wenn unser Geist mit diesen hilfreichen Qualitäten genährt wird, also wenn wir die ganz bewusst kultivieren, haben zur gleichen Zeit die nicht hilfreichen, die schwierigen, einfach keinen Platz. Es gibt da ein schönes Bild dazu, das mir gefällt. Das ist ein Stück Salz und Wasser. Das Stück Salz symbolisiert schwierige, schmerzhafte Impulse, also diese sogenannten negativen oder schwierigen Geisteszustände, und das Wasser symbolisiert die Weite des Geistes. Das eine Mal fällt dieses Stück Salz in eine Tasse Wasser,
Das Wasser wird sehr salzig werden, es wird nicht mehr genießbar sein. Das andere Mal fällt die gleiche Menge Salz in ein großes Beckenwasser. Also das große Beckenwasser, das eben einen weiten, mitfühlenden, offenen Geist symbolisiert. Und dieses Stück Salz, das eben die schwierigen Geistqualitäten symbolisiert, wenn das mal da reinfällt, hat das nicht so einen großen Effekt. Das heißt, wenn wir die hilfreichen Geistesqualitäten fördern, unseren Geist eben weiter, mitfühlender, gelassener machen, da sind die schwierigen Aspekte, haben dann nicht mehr so viel Einfluss. Die haben nicht mehr so viel Kraft. Die vierte Anstrengung, das vierte Bemühen, heilsame Qualitäten, die schon da sind, weiter zu kultivieren. Zum Beispiel weitere solche Kurse besuchen, weiterhin zu Hause auf dem Kissen sitzen, auch wenn es uns gut geht, oder nicht nur immer was tun, wenn ich mich in der Talsohle befinde, oh, was könnte ich jetzt tun, jetzt geht es mir wirklich wieder mies. Weil dann ist es oft am schwierigsten, wieder anzuknüpfen oder die Energie zu finden. Es ist sehr hilfreich, wenn wir in eine Talsohle kommen, und die gibt es einfach immer wieder, dass wir eigentlich schon wissen, was wir tun können, weil wir es geübt haben. Also die vier Möglichkeiten, die vier Anstrengungen, unheilsame Zustände gar nicht entstehen lassen, unheilsame Zustände, die schon da sind, schwächen, heilsame Zustände Bedingungen schaffen, dass heilsame Zustände entstehen können und wenn sie schon da sind, die noch weiter stärken. Und nochmal, es ist weise und hilfreich anzuerkennen, dass sogenannte negative oder schwierige Emotionen und Geisteszustände wie Neid, Eifersucht, Wut, Ärger, Verlangen in unserem Geist aufgrund von Ursachen und Bedingungen immer wieder entstehen werden. Die werden wir, solange wir leben, oder ziemlich lange, denke ich, nicht los. Das heißt, wir brauchen deren pure Existenz nicht zu leugnen oder wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn die auftauchen, wenn die sich wieder mal zeigen. Aber statt die Energie in deren Unterdrückung zu investieren, könnten wir die Energie brauchen, einfach die hilfreichen Zustände zu mehren. Das ist einfach der Fokus mehr aufs Hilfreiche statt aufs Schwierige gerichtet. Also der zweite der spirituellen Fähigkeiten, Energie, Ausdauer, Bemühen. Das dritte ist Achtsamkeit, Gewahrsein, Bewusstheit. Da habt ihr jetzt schon einiges gehört drüber und drum werde ich es nicht ausführlich machen. Sati in Pali, Achtsamkeit, ist das Hauptwerkzeug, das absolut grundlegende Werkzeug unserer Praxis. Ohne Achtsamkeit wissen wir nichts, was wir wahrnehmen. Unsere Sinnesorgane, Auge, Nase, Mund, Ohren, Haut und der Herzgeist kommen in Kontakt mit Objekten, mit Sinnesobjekten, mit Form und Farbe, mit dem Auge, Geruch, Geschmack, Geräusch, Körperempfindungen, Gedanken und Emotionen im Geist. Und Achtsamkeit ist das Sich-Bewusstsein dieser Erfahrungen. Nicht darüber nachdenken, sondern eigentlich das Wissen. Also wenn ihr jetzt eine Empfindung habt, in dem Fuß oder in dem Bein, ohne dass ihr darüber nachdenkt, wenn die Achtsamkeit dahin geht, dann wisst ihr, da ist eine Empfindung. Vielleicht wisst ihr sogar detaillierter als Druck oder Wärme oder Kühle oder Kribbeln. Hilfreiche oder rechte Achtsamkeit wird es genannt, bedeutet interessiert, engagiert, gleichmütig, mit dem Sein, was jetzt gerade die Erfahrung ist. Also frei von Urteilen, frei von Werten, einfach wissen, das ist die Erfahrung. Vielleicht wissen, ah, die fühlt sich angenehm an, die fühlt sich unangenehm an oder irgendwas dazwischen. Ohne zu reagieren zu müssen. Geht nicht darum, was zu machen, ganz primär bei der Achtsamkeit, sondern immer wieder zu sehen, zu spüren.
selbst wenn wir wissen, dass Wachheit in Körper und Geist hilfreich und angenehm sind, das habt ihr in den Gruppen heute, haben das einige berichtet, vielleicht ist die Erfahrung jetzt gerade Schläfrigkeit und Dumpfheit oder vielleicht im Ideal oder im ungünstigsten Fall noch kombiniert mit Ruhelosigkeit, ein inneres Kribbeln und trotzdem totale Müdigkeit, das Gefühl von jetzt schlafe ich gerade ein, so ein Multipackern, unangenehm. Das heißt, die Erfahrung ist jetzt einfach so. Auch wenn ich wüsste, Wachheit wäre besser oder ich würde klarer sehen können mit Wachheit. Und oft kommt eben noch dazu, dass wir gewisse Vorstellungen haben, was wir erfahren möchten. Und wir möchten halt das Angenehme erfahren. Tun wir automatisch das Unangenehme als negativ bewertet oder ich mache was falsch, wenn ich es richtig machen würde, wäre das nicht da und so weiter. Ganz, ganz einfach gesagt können wir hier sitzen als Beobachterin, als Beobachter und sagen, ah, das ist eine Körperempfindung, ah, das ist eine akustische Wahrnehmung, da geschieht Hören oder da sind Gedanken. Oder das inneres Bewerten, das ist Abwerten, das ist sich gut fühlen, das ist Stolz, das ist Niedergeschlagenheit, das ist die Stimme von ich bin nichts wert. So ganz entspannt damit sein. Aber es geschieht eben sehr schnell, dass wir uns ganz damit verkleben, mit dieser, vor allem mit den Gedanken, ah, das bin ich bin nichts wert, oder ich bin der Beste, oder was es dann halt sagt. Und das sagt meist aufgrund von unserer Konditionierung, aufgrund von unseren Mustern, das kennt ihr alle selber, zu was euer Geist eher tendiert. Zu aufwerten oder zu abwerten oder irgendwas dazwischen. Ja, nicht auffallen, kann auch eine Möglichkeit sein. Also diese vierte Fähigkeit oder die dritte dieser Fähigkeiten ist Achtsamkeit, Sati. Und durch stete Achtsamkeit, vielleicht habt ihr das jetzt schon ein bisschen erfahren können, diesen Tag, stete Achtsamkeit führt zur Sammlung des Geistes. Also wenn unser Geist ausgerichtet ist auf ein Objekt, zum Beispiel einfach bei der Erfahrung des Hebens und Senkens der Bauchdecke, bei diesen Empfindungen, dann beruhigt das den Geist und sagt ihm Sammlung oder Konzentration. Das heißt, der Geist wird buchstäblich ruhiger, er wird stiller. Und das ist eben diese vierte der Fähigkeiten. Samadhi, wie das in Pali heißt, wird auch mit fest zusammengefügt sein, übersetzt. Das heißt, der Geist, die Achtsamkeit ist mit dem Objekt fest zusammengefügt, bleibt dran an dem Objekt und springt nicht so fest rum von Objekt zu Objekt. In einem ruhigen Geist werden die Hindernisse schwächer, die Hindernisse, die Hemmnisse, die Irren genannt hat, also Verlangen, Aversion, Ruhelosigkeit, Schläfrigkeit und Zweifel, diese typischen, bekanntesten Hemmnisse, die können ganz in den Hintergrund treten, dass man die überhaupt nicht mehr spürt, wenn der Geist ruhig ist. Aber wenn wieder mehr Aktivität im Geist da ist, werden auch diese Hemmnisse wieder da sein. Ein konzentrierter Geist wird genannt wie die Luft nach einem reinigenden Regen. Das ist einfach Klarheit. Wir können buchstäblich klarer sehen mit einem gesammelten Geist. Manchmal macht es innerlich wie, du meine Güte, dass ich das noch nie gesehen habe. Also es ist so die kleine oder größere Erkenntnis, dass wir plötzlich was, das wir vorher vielleicht verstandesmäßig gesehen haben, ist ganz klar Vergänglichkeit. Ich meine, da sehe ich ja, die Sekunden vergehen, die Minuten vergehen, die Stunden vergehen, die Berge zerbröckeln langsam über lange Zeit. Ich weiß das alles. Aber wenn es sowas wie, da kann ich beschreiben, wie ein Wissen, das in den Körper einsinkt, was plötzlich, jetzt habe ich selber erfahren. Das kann manchmal eben sowas machen. Du meine Güte, dass ich das nie gesehen habe, ist ja so offensichtlich. Und das kann eben passieren, wenn der Geist ein bisschen ruhiger ist. Dass wir, das können kleine Dinge sein. Hast du ja
Vergänglichkeit ist plötzlich einfach logisch, ganz klar. Um Sammlung im Geist zu kultivieren, sind zwei Faktoren ganz wichtig. Und das eine ist immer wieder in Kontakt kommen mit dem Objekt. Wir haben immer wieder gesagt, wenn ihr erwacht aus Gedanken, kommt zurück zum Objekt. Das wird als Beispiel das, wie das Anschlagen der Glocke, also in Kontakt kommen. Und dann dranbleiben an der Erfahrung, zum Beispiel die Körperempfindungen im Bauch, das Heben der Bauchdecke. Also dranbleiben an dieser Erfahrung. Solange die Erfahrung dauert, bis sie entweder vergeht oder eine andere Erfahrung im Feld der Achtsamkeit erscheint. Einfach, da geht die Achtsamkeit dahin und die rückt in den Hintergrund. Und da kommt vielleicht wieder eine andere, die mehr im Vordergrund ist. Eine körperliche Erfahrung oder eine Denkerfahrung oder eine Gefühlserfahrung oder eine Hörerfahrung. Immer wieder in Kontakt kommen und dranbleiben. Schauen, wie sie sich verändert, vergeht. Vielleicht taucht eine andere Erfahrung auf. Kontakt machen und dranbleiben, das sind die wichtigsten Faktoren. Der Buddha hat die Wichtigkeit der Sammlungsübung immer wieder betont. Das heißt, dass die Sammlung sehr, sehr hilfreich ist für diese Praxis, weil eben der ruhige Geist viel klarer sehen kann. Schlussendlich ist aber die Frage immer wieder, wie gehe ich mit mir selber, wie gehe ich mit meinem Leben, wie gehe ich mit dem Leben anderer um? Das ist die wichtigste Frage. Also führt diese Praxis, die wir hier üben, zu mehr Geduld, zu mehr Verbundenheit, zu mehr Mitgefühl, zu mehr Gelassenheit. Sammlung kann sehr angenehm sein und ist eine sehr hilfreiche Qualität. Aber schlussendlich geht es um mehr. Es geht wirklich um Erkennen, was schafft mehr Glück, was vermindert Leiden. Oder was schafft mehr Glück und vermindert Leiden. Es geht eigentlich um diese zwei Faktoren. Mehr Glück, weniger Leiden. Eben Sammlung Samadhi hilft uns klarer zu sehen. Klar sehen, Weisheit, Erkenntnis, Wissen ist die fünfte der Fähigkeiten. Die Praxis hat wirklich das Ziel, die wahre Natur des Lebens zu erkennen. Und das sind vor allem drei Grundcharakteristika. Die Vergänglichkeit, eben alles ist in ständigem Wandel. Daraus folgt eine eigentliche Unzulänglichkeit oder Unbefriedigendheit der Erfahrungen, weil sie nicht dauern, weil sie nicht festhaltbar sind, weil sie nicht vorhersehbar und vorhersagbar sind, sind sie in sich auch unzulänglich. Das heißt, wir können immer wieder Glück, Zufriedenheit schaffen, kreieren. Es gibt immer wieder glückliche Momente, aber die beinhalten eigentlich in sich auch schon wieder das andere. Das heißt, es ist kein dauerhaftes Glück, keine dauerhafte Zufriedenheit möglich. Das ist die zweite dieser Charakteristika, sogenannte Dukkha. Und das dritte, das daraus folgt, aus dieser Vergänglichkeit, ist das sogenannte Nicht-Selbst, oder die, das wird auch Substanzlosigkeit genannt. Das heißt, dass nirgends im Leben irgendeine feste, inhärente Substanz oder einen Wesenskern gibt, der das alles steuert. Das Ding da, das Körper und Geist wird Samuel genannt, wurde Samuel getauft. Und wenn wir das auseinandernehmen würden, was hätten wir da auf dem Tisch? Haut, Haare, Zähne, Knochen, Muskeln, Sehnen, Gedärme, andere innere Organe. Kein Samuel. Es gibt da nichts, nirgends irgendwas, das das eigentliche Wesen wäre, oder eben der Wesenskern, das alles überdauert. Also eine Instanz, eine feste, alles überdauernde Instanz, die das Ganze steuert oder unter Kontrolle hält. Das wird nicht selbst genannt. Es gibt natürlich dieses Ding da, ich kann das ja berühren, und ich nehme jetzt wahr, dass da geredet wird, und es hört was, und ich merke, dass es denkt,
Oder ich nehme wahr, dass es denkt und ausspricht, was es denkt. Ausspricht, was es mal aufgeschrieben hat. Das heißt, dieses Ich, sogenannte Ich, existiert, aber als unablässig eigentlich entstehendes und wieder vergehendes Phänomen auf körperlicher und geistiger Ebene. Und es kann vielleicht, kommt euch das irgendwann mal in den Sinn, auch zu Hause, wenn ihr praktiziert, sich ab und zu mal die Frage zu stellen, wer hat eigentlich diese körperliche Erfahrung? Wer spürt das? Oder wer denkt das? Oder wer fühlt das? Wer ist hier traurig? Oder wer ist hier glücklich? Nicht um gerade eine Antwort zu finden, sondern einfach die Frage stellen. Also, ja, wenn da was, eine Empfindung im Fuß ist, wer nimmt eigentlich diese Empfindung wahr? Wo ist das, was diese Empfindung wahrnimmt? Je mehr wir loslassen können von einem Glauben an so ein sogenanntes festgefügtes, überdauerndes Ich, umso weniger Energie verwenden wir, um das aufrechtzuerhalten, um dieses Bild von dies bin ich aufrechtzuerhalten und zu verteidigen nach außen. Ich heißt ja immer die anderen auch gleichzeitig. Ich ist immer eine Abgrenzung, ich und der Rest des Universums. Und wenn wir dies nicht mehr so wahnsinnig ernst nehmen, auf einer tieferen Ebene, klar, im direkten Zusammenleben brauchen wir dieses Ich. Sonst können wir gar nicht unterscheiden, was bin ich und was bist du. Aber auf einer tieferen Ebene sehen, aha, das ist nicht so wahnsinnig getrennt, wie wir das eigentlich wahrnehmen. Und das kann helfen, dass wir uns beginnen, viel, viel verbundener zu fühlen. Also wir sehen, aha, wir sind eigentlich, sind wir alle ganz, 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 ganz fest miteinander verbunden. Und nicht so getrennt, wie wir es mit unseren Augen zum Beispiel wahrnehmen. Hier eindeutig ich, dort eindeutig ihr. Diese fünf spirituellen Qualitäten, Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit, die sollten idealerweise im Gleichgewicht sein. Es gibt ein Bild von einem vierspännigen Wagen oder Kutsche. Die Kutscherin ist die Achtsamkeit, die behält die Übersicht, die schaut, dass das in die richtige Richtung geht. Es sind zwei Paare von Pferden. Vertrauen und Weisheit sind ein Paar und Sammlung und Energie sind ein zweites Paar. Und wenn die je im Gleichgewicht sind ungefähr, also Vertrauen und Weisheit ausgewogen sind und Sammlung, also die Ruhe und die Energie ausgewogen sind, wird diese Kutsche schön gerade ausgezogen. Die haben viel Kraft, die Pferde, und die Achtsamkeit muss vielleicht nur wirklich ganz locker die Übersicht behalten und ab und zu ein bisschen lenken. Und es kann hilfreich sein, ab und zu, vor allem wenn wir länger praktizieren, zu schauen, zu reflektieren, wie sind diese Qualitäten in meiner Praxis entwickelt? Sind die einigermaßen ausgewogen? Und wenn wir zum Beispiel erkennen, dass Weisheit nicht so gut entwickelt ist, können wir reflektieren über die Vergänglichkeit des Lebens, über die damit zusammenhängende Unzulänglichkeit, also über eigentliche Tatsachen des Lebens reflektieren und zu sehen, aha, gut, das ist wirklich alles vergänglich. Wenn Sammlung schwach ist, versuchen, möglichst klar mit der jeweiligen Erfahrung zu sein, also unseren Geist bei der Erfahrung zu halten, bei der körperlichen Erfahrung oder bei einer höheren Erfahrung, egal bei was, den Geist wirklich sammeln, ihn immer wieder zurückbringen, ihn nicht springen lassen. Wenn die Energie schwach ist, den Entschluss fassen immer wieder, zum Beispiel bei der Gehmeditation, gut, dieser Schritt möchte ich Achtsamkeit wahrnehmen. Oder diesen Atemzug von Anfang bis Ende
immer wieder einen Entschluss fassen, klaren Entschluss, eine Absicht für den Geist. Ich schließe mit ein paar Worten von Joseph Goldstein, einem bekannten amerikanischen Lehrer. Wir brauchen nicht in einer Welt der Illusion zu leben, wenn wir uns der Erkenntnis der Wahrheit hingeben. Wir können uns unserem Leben mit einem Gefühl der spirituellen Dringlichkeit nähern, mit dem intensiven Wunsch, diesen Körper und Geist zu verstehen, bevor wir sterben, indem wir die Geisteskraft entwickeln, gerade auszugehen, ohne jemals unsere Zielstrebigkeit aufzugeben. Und sowohl bei der intensiven Meditation wie auch in unserem alltäglichen Leben können wir durch Verfeinerung und Vertiefung dieser fünf spirituellen Fähigkeiten unser Bestreben, den bestmöglichen Gebrauch von unserem Leben zu machen, in die Tat umsetzen. Immer wieder das Bestreben, das Bestmögliche aus unserem Leben zu machen. Das eigentlich zum Ziel machen, auch für unsere Praxis.